Die AfD ist die Oppositionsführerin im Bundestag. Da ist es Kerngeschäft, sich mit der Regierung zu streiten. Die AfD streitet sich aber mindestens genauso intensiv mit sich selbst. Wer hat die Oberhand, der rechtsextremistische Flügel oder das eher gemäßigtere Lager? Im Moment spitzt sich der Konflikt bei der Frage zu, darf Bundesvorstandsmitglied und Flügelwortführer Andreas Kalbitz in der Partei bleiben oder fliegt er raus? Mittendrin in diesem Streit AfD-Bundessprecher Jörg Meuthen. Willkommen zum ARD-Sommerinterview. Danke, Herr Kör. Herr Meuthen, was machen Sie, wenn das Bundesschiedsgericht entscheidet, dass Andreas Kalbitz in der Partei bleiben darf? Also das sind diese Was-wäre-wenn-Fragen, auf die ich üblicherweise keine Antwort gebe. Ich bin mir auch sehr sicher, dass das Bundesschiedsgericht das nicht tun wird, denn wir haben das juristisch sehr genau geprüft und sind sehr, sehr zuversichtlich, dass es dann auch bei unserem Entschluss bleibt. Trotzdem ist es ja nicht mehr als ein Gedankenspiel. Können Sie dann tatsächlich in der Partei oder zumindest können Sie dann Bundessprecher bleiben? Also in der Partei bleibe ich so oder so. Die AfD ist meine erste Partei und sie wird auch meine letzte Partei sein. Es erzählen sogar einige, die mir nicht so gewogen sind, der plant die Gründung einer neuen Partei oder sowas. Alles dummes Zeug. Natürlich bleibe ich in der AfD. Und als Bundessprecher bin ich gewählt in Braunschweig für 2 Jahre. Die mich gewählt haben, immerhin knapp 70% der Delegierten und die dahinterstehenden Mitglieder, denen bin ich schuldig, dass ich meine Aufgabe wahrnehme und selbstverständlich tue ich das. Es gibt trotzdem viele Leute und wir haben zum Beispiel den Bundestagsabgeordneten Jens Kästner getroffen, der dann Konsequenzen fordert. Wir hören da mal rein. Gerne. Ich wünsche mir, dass der Kollege Kalbitz in der Partei bleibt, dass das alles juristisch so abgewickelt wird, auch zu seinen Gunsten. Und dann muss Herr Meuthen sich selbst hinterfragen, welchen Platz er sich oder welchen Platz er dann noch für sich hier in der Partei sieht, nach all dem, was er angezettelt hat. Die Frage ist dann, geht das dann überhaupt noch? Können Sie dann im Bundesvorstand mit Herrn Kalbitz weiter zusammenarbeiten? Also im Moment arbeite ich auch mit Herrn Kalbitz im Bundesvorstand, weil er über die Zivilgerichtsentscheidung zunächst mal wieder drin ist. Und das machen wir auch sehr pragmatisch und sachlich. Rechtliche Entscheidungen sind, ganz egal wie sie ausfallen, immer zu respektieren. Wir verstehen uns nun dezidiert als Rechtsstaatspartei. Und das ist so oder so dann zu akzeptieren. Schauen Sie, ich weiß sehr genau, dass ich eine Mehrheit in der Partei hinter mir habe, und zwar eine deutliche Mehrheit. Wir haben auch Kritiker. Manche sind regelrecht erzürnt. Herr Kästner ist einer von denen. Weitere gibt es. Das ist normal. Also wenn man einen bestimmten Kurs fährt, der als notwendig erachtet wird, und man fährt ihn entschieden, dann hat man von einigen sehr viel Zustimmung und von anderen auch Ablehnung. Das ist völlig normal. Sie haben Herrn Kalbitz sehr lange verteidigt, gesagt, er sei kein Rechtsextremist, kein Rechtsextremer. Und jetzt plötzlich ist es aber so, dass Sie quasi als der erbittertste Gegner wahrgenommen werden. Also zunächst einmal, ich habe keine private Fehde mit Herrn Kalbitz, nie gehabt. Und die habe ich auch, also aus meiner Sicht auch heute nicht. Sondern wir machen hier die Annullierung einer Mitgliedschaft aufgrund eines Sachverhalts, wo wir in anderen Fällen auch die Mitgliedschaft annulliert haben. Und da müssen wir dann schon mit einer Elle messen. Ich habe mich mit der Vergangenheit von Herrn Kalbitz im Zuge dieser Entscheidung jetzt in der Tat tiefer befasst, als ich das vorher getan habe. Und danach kann ich sagen, auch wenn er in der Partei sicherlich nicht rechtsextremistisch agiert hat, hat er eine verfestigt rechtsextreme Vergangenheit aus unserer Einschätzung. Und der Rest ist jetzt Sache wirklich des Schiedsgerichts. Und ich möchte da in laufende rechtliche Auseinandersetzung auch nicht eingreifen. Also insofern sehen Sie mir bitte nach, dass ich mich da etwas zurückhalte. Das Bundesschiedsgericht wird in Kürze entscheiden und wie auch immer die Entscheidung ausfällt, das ist sie dann. Es ist aber tatsächlich ja schon lange absehbar gewesen, dass es sich um einen Rechtsextremisten handelt. Es gibt da einen zentralen Otto und eine zentrale Äußerung von Herrn Kalbitz. Die hören wir uns auch gerne noch einmal an. Und wenn es Teil des AfD-Erfolges sein soll, die 68er Erben und Verwalter auf die politische Sondermülldeponie der Geschichte zu befördern, dann nehme ich diesen Teil unseres politischen Auftrages gerne an, denn da gehören sie nämlich hin. Und ich sage es nochmal, dafür hat man eine Rüge bekommen vom Landtagspräsidenten. Wir werden auf den Gräbern tanzen. Auf den Gräbern tanzen, hätte man nicht da merken müssen, es handelt sich um einen Rechtsextremisten und da sagen müssen, der muss raus aus der Partei? Sie werden staunen, aber das war eine Äußerung, die mich tatsächlich hellhörig gemacht hat, weil ich Herrn Kalbitz noch nie so hatte reden hören und ich halte diese Äußerung für inakzeptabel und seit dem Moment, als ich das gesehen habe, bin ich da auch skeptischer geworden und habe genauer hingeschaut. Nun gibt es Äußerungen wie solche, nicht nur von Herrn Kalbitz, zum Beispiel auch von Björn Höcke, dem AfD-Fraktionsvorsitzenden in Thüringen. Weswegen betreiben Sie bei Björn Höcke nicht diese Ausschluss? Warum sind Sie da nicht ganz so stark wie bei Kalbitz aktiv?
Nun, ganz, ganz einfach. Herr Höcke hat keinen Anlass für eine Annullierung seiner Mitgliedschaft gegeben, weil meines Wissens jedenfalls er keine unzutreffenden Angaben bei Aufnahme gemacht hat. Das ist bei Kalbitz der Fall. Deswegen das ist bei Herrn Kalbitz aber dann quasi ein Formfehler. Und wenn Sie jetzt sagen, es handelt sich um einen Rechtsextremisten, könnten Sie ja trotzdem sagen, das ist mein Grund, weswegen er raus soll. Es gibt dafür parteienrechtlich das Instrument eines Parteiausschlussverfahrens. Und wenn man dieses scharfe Schwert benutzt, dann muss man sich sehr warm anziehen, denn Parteiausschlussverfahren scheitern auch oft. Und das trauen Sie sich bei Höcke nicht. Und es hat gegen Herrn Höcke schon mal ein Parteiausschlussverfahren gegeben. Ich war da damals skeptisch und in der Tat ist es nicht erfolgreich verlaufen. Aus Sicht derer, die das betrieben haben. Und dann steht man hinterher wenig ruhmreich da. Wir werden Herrn Höcke wie jedes andere Parteimitglied alle gleich behandeln, gleich messen. Und wenn es Vorkommnisse gibt, jetzt nicht speziell auf Herrn Höcke bezogen, sondern ganz allgemein, die mit den Grundsätzen der Partei nicht vereinbar sind, wo der Partei ein Schaden zugefügt wird, dann machen wir auch ein Parteiausschussverfahren. Wir haben das mit bei Frau von Sein-Wittgenstein gemacht, wir haben das mit Herrn Gedeon gemacht und einigen anderen mehr. Da, wo das also der Fall ist, machen wir das. Aber es wird hier mit einer Elle gemessen, das ist wichtig. Die Gefahr bei Björn Höcke ist ja durchaus auch deswegen gegeben, weil er mit der sogenannten Neuen Rechten zusammenarbeitet, teilweise auch mit der Identitären Bewegung. Das ist ja etwas, was in den vergangenen Monaten und auch Jahren zu beobachten gewesen ist. Was da passiert ist, können wir uns mal anschauen. Thüringen, Anfang des Jahres. Die Hochburg des rechtsextremistischen Flügels der AfD. Höcke gelingt es, die demokratischen Parteien bei der Ministerpräsidentenwahl vorzuführen. Im dritten Wahlgang stimmt die AfD nicht etwa für ihren eigenen Kandidaten, sondern für Thomas Kemmerich von der FDP. Die Rechnung geht auf. Das unglückliche Verhalten von CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer im Anschluss führt dazu, dass sie gar den Rückzug von der Parteispitze ankündigt. Lob vom Strippenzieher der neuen Rechten Kubitschek. So konstruktiv-destruktiv wie Höcke habe aus der AfD heraus noch keiner agiert, freut er sich. Höckes Schachzug, ein Angriff auf den Parlamentarismus. Ist das, was Sie in der AfD für geboten halten, dass man den Parlamentarismus angreift? Wer hier den Parlamentarismus angegriffen hat, ist nicht Herr Höcke oder nicht die AfD-Fraktion, sondern der Parlamentarismus wurde von der Bundeskanzlerin angegriffen, indem sie in Südafrika ein Interview gegeben hat, in dem sie gesagt hat, diese Wahl müsse rückgängig gemacht werden. Was bitte ist das für ein Parlamentarismus? Das ist ja hinterher passiert. Jetzt geht es ja darum, was ist da passiert in Thüringen? Das war eine politische Taktik, die Thüringer an den Tag gelegt haben. Das ist legitim, nicht legitim. Ich sage das nochmal, ist das komplett inakzeptable Verhalten der Bundeskanzlerin. Und ich sage Ihnen noch etwas, Herr Kör. Sie sprechen hier implizit die ganze Zeit vom rechtsextremistischen Flügel. Und ich lege Wert darauf, festzustellen, dass das so nicht stimmt. Das Bundesamt für Verfassungsschutz ordnet den Flügel als rechtsextremistisch ein. Er will das gerne beobachten. Dann wollen wir doch mal genauer hinschauen. Da muss man dieses Gutachten lesen. Und dann werden Sie feststellen, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz sich hier auf einige wenige Personen bezieht und die Zahl 7000 freigreift. Die geht auf eine Äußerung zurück, die ich mal gemacht habe. Vor Jahren habe ich mal gesagt, etwa 20% in einem Interview der Partei seien flügelaffin. Daraus macht jetzt Herr Haldenwang, wir hätten hier 7000 Rechtsextremisten mit Verlaub. Das ist absurd, was das Bundesamt für Verfassungsschutz macht. Die wenigen, wirklich sehr, sehr wenigen, die wir je entdeckt haben, die sind samt und sonders aus der Partei draußen, respektive haben ein laufendes Parteiausschussverfahren. Und sie können es im einstelligen Bereich bemessen. Da sieht das Bundesamt für Verfassungsschutz anders und deswegen wird der Flügel oder das, was davon übrig ist, ja auch weiterhin beobachtet. Ich möchte gerne zurück zu den Verbindungen zur Neuen Rechten, denn das ist ja etwas, was tatsächlich auch Hass schürt, was eine Ideologie über das Ganze setzt und was durchaus zu erheblichen Schwierigkeiten führen kann, wenn Sie so etwas in der Partei zulassen. Und ich möchte Ihnen da noch einmal zeigen, dass zum Beispiel auch Alexander Gauland, der Ehrenvorsitzende der Partei, sich da durchaus sehr nah verbal daran bewegt. Das Kyffhäuser-Treffen. Mekka des rechtsextremistischen Flügels der AfD. Hier werden Verschwörungstheorien verbreitet. Wir sollen als Volk und als Nation allmählich absterben. Die Bundesregierung will, dass wir für die Einwanderer arbeiten, damit die in Ruhe Kinder in die Welt setzen und den Bevölkerungsaustausch vollenden können.
The Great Replacement, der große Bevölkerungsaustausch, eine international verbreitete rechtsextremistische Ideologie. Sie motivierte auch den Attentäter von Christchurch zu einem Anschlag im März 2019 mit 50 Toten und 50 Verletzten. Herr Meuthen, kommt das von sowas, wenn man Begriffe wie Bevölkerungsaustausch nutzt? Herr Kör, Sie müssten selber merken, was da gemacht wird. Da wird permanent die AfD mit Rechtsextremismus in Verbindung gebracht, ganz gezielt in einem Fort, in Ihren Einspielern. Sie selbst sprechen auch von Rechtsextrem. Ich weise das in aller Entschiedenheit zurück. Und wenn Sie von Hasssäen sprechen, dann reden wir doch vielleicht besser mal von welchen, die es wirklich tun. Herr Ramelow hat am Freitag, das ist weitaus aktueller als hier die alten Bilder von Gauland, einen unserer Abgeordneten als widerlichen Drecksack bezeichnet und ihm den Mittelfinger gezeigt. Das nenne ich Herr eine Ramelow hasserfüllte hat sich Geste. Dafür entschuldigt und damit müsste die Sache ja auch, er hat das als unangemessen bezeichnet und hat sich dafür entschuldigt. Das ist das Mindeste, was man da tun kann. Ich stelle mir für das einen Moment vor, was los wäre in diesem Land, wenn einer unserer Abgeordneten das machte. Herr Gauland hat sich übrigens für den Vogelschiss x-fach entschuldigt. Das wird dann nicht dermaßen gut. Jetzt geht es aber um eine Äußerung von Herrn Gauland, wo er von Bevölkerungsaustausch spricht. Und finden Sie das angemessene Worte? Wir haben in unserem Land eine sehr kritisch zu sehende Migrationsentwicklung mit einem Zuzug in unserem Land von Menschen, die hier keine Bleibeperspektive, keine Bleibeberechtigung haben. Sie hineinzulassen, tut diesen Menschen keinen Gefallen. Das tut unserem Land keinen Gefallen. Und wir sollten hier strikt auf Recht und Gesetz achten. Wenn wir das alleine täten, hätten wir eine weitaus geringere Migration, als wir haben. Jetzt haben Sie immer noch nicht auf die Frage mit dem Hass geantwortet. Ich möchte Ihnen noch etwas zeigen, denn als der Walter Lübcke, das Attentat, der Mord an Walter Lübcke geschah, war es bei der AfD so, dass durchaus Hassposts längere Zeit auf ihrer Facebook-Seite zu sehen waren. Wir schauen mal rein. 1. Juni 2019. Der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke wird vor seinem eigenen Haus erschossen. Ein Kopfschuss aus nächster Nähe, mutmaßlich von einem Rechtsextremisten. Rückblick 2015. Bei einer Bürgerversammlung spricht sich Lübcke für die Aufnahme von Flüchtlingen aus. Da muss man für Werte eintreten und wenn diese Werte nicht vertritt, der kann jederzeit dieses Land verlassen. Dann der blanke Hass auf der AfD-Facebook-Seite. Was bist du denn für ein Penner? Früher wurden Vaterlandsverräter erschossen. Der ist dran, wenn wir dran sind, dieser hirntote Spinner. Der gehört sofort erschossen. Die AfD lässt diese Einträge stehen bis zum Mord an Lübcke. Immer wieder warnen Experten, aus Worten werden Taten. Wissen Sie, wie viele tausend Facebook-Kommentare wir pro Tag haben? Haben Sie eine Vorstellung? Und mit Verlaub, was hier aber gemacht es ist erstaunlich, wird, dass Sie dann genau nach dem Mord entfernt wurden und vorher aber nicht. Mit Verlaub, ich bin nicht Administrator unserer Facebook-Seite. Was ich hier ziemlich unanständig finde, ist, es wird wieder in dem ganzen Interview, das wir bis jetzt geführt haben, ich muss Ihnen das mal sehr kritisch sagen, permanent die AfD mit Rechtsextremismus in Verbindung gebracht. Haben wir, das Interview ist vielleicht 10 Minuten am Laufen, haben wir schon über ein einziges politisches Thema gesprochen. Rechtsextremismus ist ein politisches Thema. Wie wäre es denn mal mit den Themen, die sich im Moment zutragen, was gerade in Brüssel passiert, wo 57 Milliarden versenkt werden? Was wäre mit Corona? Da sagt man dazu, hört man bei uns nichts und so weiter. Wir sprechen sofort über politische Inhalte. Wir sprechen sofort über Corona. Ich möchte gerade darüber sprechen, dass Sie, und das, da möchte ich Sie auch nicht weglassen, dass man durchaus Sie als Parteivorsitzender ja auch fragen kann, warum wird Ihre Facebook-Seite nicht so überprüft, dass solche Hasskommentare, die offen zu Mord aufrufen, da solche Kommentare da stehen bleiben. Herr Kör, auch auf meiner eigenen Seite sind manchmal Kommentare, die durchrutschen. Ich habe auf meiner eigenen Seite Tausende von Kommentaren pro Woche, Tausende. Und natürlich sitzen da Leute dran, die das bereinigen. Manchmal rutscht etwas durch. Dass das völlig inakzeptable Äußerungen sind, ist doch völlig außer Zweifel, müssen wir nicht drüber sprechen. Dass so etwas auf Facebook und überhaupt in sozialen Medien nicht zu suchen hat, geschenkt, sind wir uns alle einig. Dass bei der Frequenz, bei der bei uns Kommentare geschrieben werden, auch mal etwas durchrutscht, ist ein Vorgang, den gibt es und den wird es bei anderen ganz genauso geben. Dann reden wir über das Sachthema Corona. Das hat ja mehrere Ihrer Lieblingsthemen, unter anderem auch die Migrationspolitik, durchaus in den Hintergrund treten lassen. Bei Corona müssen Sie sagen, am Anfang hat die AfD tatsächlich ein wenig geschlingert. Man wusste nicht so richtig, was man dazu sagen sollte. Zunächst hieß es schnell rein in den Lockdown, dann hieß es schnell wieder raus aus dem Lockdown. Warum hat das so lange gedauert, bis Sie Ihre Linie da gefunden haben? Wir waren deutlich schneller als die Bundesregierung.
Also ich habe zum ersten Mal am 28.02. Ausgehend von Äußerungen des Virologen Kekulé mich dazu geäußert. Da wollte Frau Merkel noch gar nichts davon wissen, schwadronierte von Mars und Mitte. Es landeten munter weiter Flugzeuge rein aus China, aus Iran, wo die Pandemie tobte, und nichts geschah. Und wir haben das sehr, sehr frühzeitig aufgegriffen, auch ich selbst. Wahr ist, dem würde ich nicht widersprechen, dass auch wir im Februar, März eine Unsicherheit hatten, weil man das erstmal einordnen muss. Das würde ich übrigens der Bundesregierung auch zubilligen, weil das schwierig ist. Die Bundesregierung hat ja aber deutlich langsamer gehandelt. Also ich habe ein Corona-Kabinett gefordert, ich selbst, das kann ich belegen, zu einem Zeitpunkt, wo die nicht davon sprachen. 10 Tage später haben sie es gemacht. Ich habe von einem notwendigen Shutdown gesprochen, der dann auch später kam. Mir wäre und uns wäre erheblich lieber gewesen, wir hätten einen kurzen, harten Shutdown gemacht, so wie das andere Länder auch gemacht hätten. Dann hätten wir uns den ganzen Schmuh, den wir jetzt im Nachgang haben, der unsere Wirtschaft glatt an die Wand fährt, schenken können. Im Augenblick ist es aber so, dass Deutschland zumindest gesundheitspolitisch sehr gut durch die Krise kommt. Ja, das liegt unter anderem daran, dass wir im internationalen Vergleich ein deutlich besseres Gesundheitssystem haben. Also es wäre nachgerade lächerlich, das als Verdienst, das machen viele, aber es ist falsch, als ein Verdienst der Bundeskanzlerin oder gar Herrn Söders zu bezeichnen. Herr Söder hat noch am 15.03. Kommunalwahlen durchführen lassen, da hat er überhaupt kein Problem gehabt. Herr Spahn hat erzählt, Masken seien nachgerade schädlich, zu einem Zeitpunkt, wo Masken sinnvoll gewesen wären. Jetzt haben alle eine Maskenpflicht, wo man sie im Kern allenfalls noch an Hotspots braucht. Die sind einfach viel zu spät in die Pötte gekommen, sag ich mal. Die Maskenpflicht scheint aber ein Mittel zu sein, das durchaus dazu geführt hat, dass Deutschland über jetzt längeren Zeitraum bei einer sehr, sehr niedrigen Fallzahl bleibt. Da habe ich aber ganz erhebliche Zweifel, weil die Maskenpflicht zu einem Zeitpunkt kam, als der Höhepunkt längst überschritten war und wir schon wieder eindeutig im Rückgang der ganzen Geschichte waren. Und wenn Sie sich den Verlauf als Funktion anschauen, dann ging das exponentiell hoch bis etwa zum 10. April und dann fiel das ab. Die Maskenpflicht haben wir später bekommen. Da hätte man eine Maskenpflicht gebraucht. Da hatten wir eine Wachstumsrate von 24% pro Tag. Und weil sie keine Masken hatten, weil sie auch da gepennt haben, haben sie gesagt, Masken, die sind sogar schädlich. Das war Regierungspolitik, das war Herr Spahn, nicht wir. Sie haben ja gerade schon gesagt, man kann sich auch irren. Das Eingeständnis des Irrtums sehe ich dann bei denen, die sich geirrt haben, auch mal gerne, ja. Kommen wir zu einem anderen Thema, die Rentenfrage. Sie hatten eigentlich geplant, einen Rentenparteitag zu machen. Mhm. Der ist dann auch der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen. Das ist trotzdem ein Thema, bei dem Sie sich sehr schwer getan haben, wo die AfD lange gerungen hat. Es hat verschiedene Konzepte gegeben. Jetzt gibt es einen Kompromiss, der aber immer noch nicht Wirklichkeit ist. Weswegen tut sich die AfD da so schwer? Na, Sie sagen es im Grunde genommen selbst, wegen Corona. Wir hatten eine Halle gebucht, wir hatten einen Parteitag geplant, dann hätten wir das jetzt alles schon verabschiedet. Der war für das letzte Aprilwochenende geplant. Das ging nicht wegen Corona, wie bei anderen auch nicht. Am selben Tag fiel ein CDU-Parteitag auch aus. Aber die Diskussion ist ja da, Sie haben ja eine lange... Ja, das ist auch gut, dass die Diskussion da ist. Schauen Sie, wir sind eine Partei, in der viel diskutiert wird. Und wir haben das in den Gremien, in den Fachausschüssen, in der Bundesprogrammkommission intensiv, auch durchaus kontrovers diskutiert und haben uns dann auf einen gemeinsamen Leitantrag für den Bundesparteitag geeinigt. Der wäre jetzt normal am 28.04. über die Bühne gegangen. Das ging nicht wegen Corona. Die Hallensuche läuft im Moment und wir werden in diesem Jahr mit Gewissheit diesen Parteitag noch nachholen, weil wir mehrere Hallenangebote haben, die gehen. Und weil gefragt wird, gibt es dieses Jahr noch einen Parteitag? Ja, den wird es geben. Und dann machen wir unseren Sozialparteitag und dann werden wir unsere Konzeption stehen haben. Wir gehen mit einem gemeinsamen Leitantrag da rein. Von Ihrem Konzept ist in diesem Leitantrag nicht mehr besonders viel drin. Das gehört aber zur Natur der Sache, dass wenn man mit einer vergleichsweise extremen Position hineingeht, und meine Position, um das hier zu sagen, ist die radikale, aus guten Gründen, ich bin Ökonom und ich sehe die Zukunft der gesetzlichen Rentenversicherung überaus skeptisch, ich habe mich reichlich im Vierteljahrhundert damit befasst, aber das ist eine relativ radikale Position, das grundsätzlich in Frage zu stellen. Ich hatte gar nicht damit gerechnet, dass der durchginge, aber wir haben ihn eben für den Ausblick, wie es weitergehen soll, durchaus in dem Leitantrag drin. Das war mein Ziel, das ist erreicht. Und wir haben jetzt eine etwas mittige Position, die ich mir in der Tat persönlich noch ein bisschen deutlicher gewünscht hätte. Aber so ist das. Also auch als Bundessprecher kann man nicht sagen, ich will das so, also wird das so, sondern wir sind eine Partei, die sehr basisdemokratisch verfasst ist, wo viele, viele Menschen daran arbeiten und da kann man nicht mit dem Kopf durch die Wand gehen. Unterm Strich trage ich den Leitantrag mit und war zu dem Zeitpunkt, als wir das beschlossen haben, auch zugegen und habe mit Ja gestimmt.
Im kommenden Jahr ist ein Wahljahr, nicht nur die Bundestagswahl, sondern es gibt auch etliche Landtagswahlen, nicht nur in Thüringen, wo nochmal gewählt wird, sondern zum Beispiel auch in Sachsen-Anhalt. Sie haben nun immer gesagt, dass Sie die AfD sozusagen regierungsfähig machen wollen, koalitionsfähig machen wollen. Sachsen-Anhalt wäre jetzt zum Beispiel ein Land, wo das denkbar ist, denn da gibt es in der CDU durchaus einige, die das mit etwas mehr Wohlwollen sehen als viele andere in der CDU. Ist das nicht etwas absurd, dass gerade im Osten, in Sachsen-Anhalt, wo sehr viele Flügelanhänger aktiv sind in der Partei, wo die Erfolge der AfD auch dem Flügel geschuldet sind, dass Sie da glauben, das erste Mal möglicherweise Chancen zu haben, an einer Regierung beteiligt zu sein? Also erstmal freue ich mich, dass in der CDU in Sachsen-Anhalt viele vernünftige Menschen gibt, die offensichtlich diese Stigmatisierung der Mutterpartei, hier aus Berlin kommt, nicht mitmachen. Viele ist ein sehr weit gefasster Begriff. Nun, es sind einige wenige und von der Führungsebene niemand. Es gibt jedenfalls Menschen, die darüber nachdenken. Das ist ein völlig normaler Vorgang. Und schauen Sie, es gibt ja immer ein Stereotyp, so Osten ist, das ist Flügel oder Ex-Flügel jetzt, und Westen, das sind die eher gemäßigten Kräfte. Das ist viel zu einfach. Viel zu einfach. Ich kenne auch in Sachsen-Anhalt, wie in den anderen Landesverbänden im Osten übrigens auch, so unglaublich viele Parteimitglieder, die genau dieselben vernünftigen Positionen haben, wie sie in anderen Landesverbänden auch vertreten werden. Also das ist ein Stereotyp, Osten ist Flügel, Westen. Nein, so ist das nicht. Sondern tatsächlich haben wir in allen Landesverbänden eine ganz überwiegende Zahl vernünftiger Zeitgenossen. Auch wenn der Ex-Flügel, das sind übrigens auch nicht alles unvernünftige Menschen, keineswegs, dort stärker vertreten ist als im Westen. Aber dieses Bild, das ist alles Aber Sie glauben doch nicht ernsthaft, dass da eine Koalition möglich ist, wenn Sie tatsächlich Rechtsextremisten in der Partei haben oder Menschen in der Partei haben, von denen der Verfassungsschutz sagt, dass es sich um Rechtsextremisten handelt? Das sind zwei völlig unterschiedliche Dinge. Der Verfassungsschutz sagt vieles und das Wenigste davon stimmt. Und Rechtsextremisten, es gibt ja durchaus auch Dinge, wo Sie dem Verfassungsschutz recht geben. Rechtsextremisten in der Partei dulden wir in unseren Reihen nicht. Da sind wir sehr, sehr rigide, deswegen sind auch schon des Häufigeren mal Leute ausgeschlossen worden, die reingekommen waren, wo man dann, wenn man genauer hinsah, sie Positionen vertraten, wie Herr Gedeon, die glasklar antisemitisch sind. Sowas dulden wir nicht. Das ist eine Geschichte, wo man vor uns... Das scheint ja etwas Definitionsfrage bei Ihnen zu sein, wer Rechtsextremist ist oder wer nicht. Wenn Sie dem Verfassungsschutz glauben, zum Beispiel an der Stelle, dass er eine Mitgliedsnummer von Andreas Kalbitz in der heimattreuen deutschen Jugend hat, dann können Sie dem Verfassungsschutz ja durchaus auch glauben, dass er jemanden als rechtsextremistisch... Herr Köhler, jetzt sind wir schon wieder bei dem Thema Rechtsextremismus. Und merken Sie das? Als gäbe es keine Sie anderen haben, Themen. Sie haben über die AfD in Sachsen-Anhalt gesprochen und gesagt, dass dort keine Flügelleute sind oder wenig Flügelleute. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, da gibt es keine Rechtsextremisten. Das ist etwas sehr anderes. Dass da Menschen sind, die den Flügel anstatt haben, ist völlig legitim. Das ist auch überhaupt kein Problem. Es geht ja hier nicht darum, Herrn Haldenwang zu gefallen und alles, was sich mal den Flügel zugehörig gefühlt hat, aus der Partei zu entfernen. Es gibt überhaupt gar keinen Anlass dazu. Also ich muss Ihnen noch mal sagen, ich weise diesen Vorwurf des Rechtsextremismus scharf zurück. Er wäre auch ganz unangemessen. Und wenn ich jetzt die Aufstellungsversammlungen übrigens sehe, die wir überall haben für die Landtagswahlen, jetzt noch demnächst kommt Bundestagswahl, dann stelle ich fest, dass sich da praktisch überall die sehr vernünftigen Kräfte klar und deutlich durchsetzen. Ob das Sachsen-Anhalt ist, ob das Rheinland-Pfalz ist, ob das Baden-Württemberg ist, es ist überall die gleiche Entwicklung und die ist sehr, sehr gut. Da wird eine Partei erwachsen und genau auf diesem Weg sind wir. Ich begleite das und betreibe das auch in meiner Rolle als Bundessprecher und bin im Moment eigentlich sehr, sehr stolz auf diese Partei. Wie sieht es für die Bundestagswahl aus? Wird es dort einen Kanzlerkandidaten der AfD geben? Daran habe ich wirklich noch keinen Gedanken verschwendet. Ich glaube, dass, wenn ich es mir überlege, es nicht klug wäre, mit einem Kanzlerkandidaten ans Werk zu gehen, denn wir werden absehbar bei der nächsten Bundestagswahl hier nicht den Bundeskanzler stellen. Alles andere wäre völlig illusorisch. Und dann sollte man auch nicht mit einem Kanzlerkandidaten antreten. Aber einem Spitzenkandidaten-Duo antreten, wie wir das zuvor auch gemacht haben. Ja. Wer wäre denn das Gesicht, das tatsächlich in einer zerstrittenen AfD die AfD am besten repräsentiert? So, erstmal garantiere ich Ihnen, dass 2021 die AfD nicht zerstritten, sondern sehr geeint in die Wahlkämpfe des Jahres gehen wird. Das war aber nicht die Frage. Und Sie glauben doch nicht ernsthaft, dass ich Ihnen die Frage beantworte, jetzt hier in einem Sommerinterview, wer bei uns Spitzenkandidat sein sollte. Das hat auch nicht Jörg Meuthen zu entscheiden, sondern das haben die Mitglieder zu entscheiden.
Und das werden wir dann sehen. Ich habe auch noch keine Vorstellung, ob wir mit einer Spitze oder mit einer Zweierspitze da reingehen. Das alles müssen wir dann entscheiden, wenn wir den Parteitag dazu haben werden. Den werden wir voraussichtlich im März nächsten Jahres haben. Dann gucken wir uns das Thema an, nicht jetzt. Sagt Jörg Meuthen, einer von zwei Bundessprechern der AfD. Herzlichen Dank für den Besuch im ARD-Sommerinterview. Und in der nächsten Woche haben wir einen von zwei Parteivorsitzenden der Linken zu Gast. Bernd Rieksinger wird dann hier sein. Bis dahin, schönen Abend.